So, willkommen im nächsten Part. Ich werde sterben. Ich muss nämlich leider nochmal hier raus jetzt erstmal. Ja, haltet die Klappe. Haltet die Klappe. Ich muss hier raus, denn einer von diesen Typen hat den Schlüssel. Und draußen sind auch Hunter. Das ist jetzt eine gute Kombination. Tür, jetzt beeil dich. Go. Ich mach das ganz langsam. Ich weiß, dass es ein Explosivfass ist, aber ich habe keine guten Erfahrungen damit gemacht. Was habe ich denn noch? Ich habe einen Grenade schon mit 12 Schuss. Damit dürfte ich echt klein kriegen. True story. Wow! Kommst du jetzt her? Wow! Dodge Rolle! Dodge Rolle! Ja! Chill! Braucht immer 5 Jahre! Bam! Motherfucker. Hier ist irgendwo noch einer. It's just around here somewhere. No! Ausgewichen, ausgewichen! Nein, nein, du kriegst mich nicht. Er lebt noch. Ausgewichen, bam! Boom! Bitch. Ich bin auch schon noch gelb. Immer ein grünes Kraut. Was lachst du so? Sprich dich aus, Junge. Ist okay. Ey, ich habe überlebt. Damit hätte keiner gerechnet. Gib mir den Schlüssel, du Arsch. Thank you. Mir war gerade der Puls auf 380. Written order to supervisors. Chris, hast du es eigentlich gesehen? War aber auch eine Versammlung da. Red ruhig, sag, du willst irgendwas sagen? Nee, ich hab jetzt zu gegähnt, aber ich werd's dann schon nicht zurückhalten. Du bist beeindruckt von meinen Skills. Ja, das sowieso, ja. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen. Ah, oh, danke. Ah, your skills, ha. Shut the fuck up, ich hab grad Magnum-Munition, ich hab Platz mit Metall jetzt. Your skills, ha. Die Klappe, Mann! Oh, your freaking skills. Fuck you! Die benutzt du nicht automatisch, oder ist es der andere? Ja, schon, das ist okay, dann ist das halt eben der anderen. Schön. Weil die Klappe. Meine freaking Skills sagen mir, dass die Schlüssel nicht mit dieser. Dass es einfach nicht passt. Damn Skills, Alter! Alter, wo? Damn Skills, ey! So, jetzt reicht's raus hier. Da kommen jetzt noch mehr Hunter! Egal, die umlaufe ich jetzt. Ich hab keinen Bock drauf. Okay. Mach mal eine Party. Hallo Frau Hunter, ich würde gerne ganz mal durch, danke. Oh yes, Ling, das sind diese Frog Hunter, ne? Ja, die können mich mal einschalten! Hm, Chris, was treibst du gerade? Du bist so leise. Aha! Dein Witzen lauschen. Okay. Oh, oh Lord. Dum 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 dum. Aber guck mal, es läuft doch. Wir haben den Schlüssel. Ich mag den Park irgendwie. Ich schaff das schon. Hab ein bisschen Vertrauen in mich. Ich sagte, ich mag den Park irgendwie. Achso, ich hätte schon du machst den Park jetzt irgendwie. Du bist jetzt hier runter. Nee. Du stirbst eh. Ja, ich glaube auch. Ich denke nicht das letzte Mal, dass ich gestorben bin in diesem LP. Du stirbst, wenn du kein Bier mehr gibst, dann bringt er dich um. Ich würde mir noch ein Bier anbieten. Aber das wird sich wohl zerschlagen. Ja, wir haben ihn noch für diesen Part. Genau, machen wir den Part noch zu Ende. Gut, sehe ich auch so. Und Andi dreht durch, wenn er den nicht speichern kann. Wenn ich richtig speichern kann, habe ich echt ein Problem. Ich meine, die Spider sind jetzt gerade schon nervig genug. Hallo, Frau Spider. Hallo, Herr Spider. Hoch mit dir. Thank you. Wow! Lässt mich wohl in Ruhe. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht vergiftet. Ich traue den Spinnen alles zu. Schon wenn die mich schief angucken, bin ich vergiftet. Wenn jetzt Hunter in diesem Park sind, dann fangen die an zu weinen. Das sag ich alle 10 Minuten, aber es ist auch wirklich so. Geh die Treppe hoch. Tür, was auch immer du bist. Ja, ich bin nicht vergiftet, thank God. Schlüssel passt bitte. Oh, wann wird Andi das nächste Mal sterben? Wetten bitte bei mir abgeben. Oder in die Kommentare.
Dieser Bart! Er wird sich mit dem Feuerzeug selbst entzünden jetzt. Ja, der war scheiße, ich weiß, tut mir leid. Wird dir dein Gast noch verraten, warum er vorhin so gefeiert hat? Weil ich es, Fahrrad selber. Was denn? Warum du gerade so gegrinst hast, als ich Hand ausgewichen bin. Ach so, er hatte keinen besonderen Grund, aber hat mich so ein bisschen an so einen asiatischen Kung-Fu-Film erinnert, aber... Andy Wong. Ich brauche eine Kiste und ich kann doch nicht so weit zurücklaufen jetzt, das geht nicht. Ich fand's halt deshalb so lustig, weil im ganzen Spiel ist er halt kaum gedodged und jetzt kommen drei Hunter und er dodgt jeden, keine Ahnung, zweiten Schlag oder so. Ja, zu Recht. Ah, oh, thank God! Eine Kiste, hurra. Dann machen wir noch die letzten paar Minütchen jetzt im Inventarmanagement und lösen das letzte Rätsel hier. Ja. Also ihr könnt jetzt abschalten. Ja. Denn ich will ja nicht spoilern. Ja. Aber jetzt gleich hast du dann deinen Wurm. Ja, dann machen wir noch bis dahin. Also, ja, wir haben gleich noch einen kleinen Freund am Start. Ja. Zack, so. Okay. Kümmern wir uns trotzdem nochmal kurz ums Inventarmanagement. Da liegt dann fürs Ace-Spray. Hooray! Also, ich sammle jetzt erstmal nur die Scheiße ein und alles. Und löse dann das Rätsel einfach im nächsten Part. Na, du kannst jetzt eigentlich noch die nächsten, sagen wir, 5 Minuten noch weitermachen, weil Gegner kommen jetzt eh keine mehr und okay. Dann kannst du eigentlich bis zu dem Wurm. Okay. Ja, ich würde ganz gerne erstmal hier die ganze Munition einsammeln. Und halt eben das Stahl-Scheißding da. Gunpowder, thank you. Na komm, geh schnell damit. Geh mit mir, ich brauch das Gunpowder. Übrigens muss man für ein A-Ranking wirklich im Hospital nicht die MG benutzen. Ach, fuck you. Nein, quatsche nicht in dem Spiel. Es geht um Code Veronica X. Stimmt, da genau. War das so, dass du zwei Snort-Waffen nicht benutzen darfst, ne? In meinem dritten Teil habe ich ja ein Iron-Ging geschafft, das ist machbar. Nee, aber ganz ehrlich, in Resident Evil 2 wurdest du auch schief angeguckt, wenn du die TMP benutzt hast. Ja. Aber da du echt so viel Munition in dem Spiel hast, auf normal jedenfalls, ist es echt kein Problem, ohne das Ding das zu schaffen. Ich weiß gar nicht, war die TMP eigentlich bei Resi 2 so gut? Ich meine, ich habe die gar nicht mehr so gute Erinnerung. Die war gegen Endboss eigentlich ziemlich okay, weil die ziemlich hohe Feuerrate hatte, ne? War halt viel Munition drin, die man schnell abfeuern kann. Und ansonsten ganz durchschnittliche Waffe eigentlich. Also ich denke mal, vielleicht ein bisschen weniger Schaden als eine Knarre oder so. Besser als die Pistole von der Waffe her auf jeden Fall. Ja. Und halt eben gratis halt, weil du einfach dann viel, viel Munition hast und du kannst dich besser durchballern. Spaß durch eine Menge Heilzeug. Ihr wolltet übrigens bei Resi 2 noch zeigen, was passiert bei Szenario, wenn man da sich diesen Gast-Account macht an dem Rechner und in diesen geheimen Raum reinkommt. Stimmt! Ah, ja. Was ihr bis heute nicht gemacht habt. Stimmt, das machen wir auf jeden Fall noch. Das nehme ich euch auch sehr. Wollte ich gerade noch erwähnen, wo wir bei TMP waren. Da gibt es nämlich die Waffe auch nochmal in dem Raum. Das machen wir auf jeden Fall noch. Erinnere mich dran. Die Iron Pipe brauche ich von Feuerzeug, ne? Ja. Ja. Hast du den noch nie gesehen, den Raum? Ich hab den schon gesehen. Ich kenne ihn, ihn auch. Ich wollte es nur mal für die Zuschauer jetzt erwähnen. Gut, dann machen wir das auf jeden Fall. Falls die Zuschauer das auch gerade denken, sagen, meinen, fühlen, teilt uns mit. Aber ja, schreibt aber rein, wir wollen erstmal White Day weitersehen. Du liebst White Day, kann das sein? Nee, ich tu nur so. Also alle Leute, die mich wirklich verschreckt in einem sehr gruseligen Shooter sehen möchten. Move your goddamn piece of shit. Boah, ich hab mich so Panik, ey. Was fackelst du denn schon mehr rum, ey? Ja, es tut mir echt leid. Ich bin halt so beim Burnen. Ja, du bist nachts im Häuser an in Köln. You no longer need the lighter. Just got it, yes. Und jetzt noch die Iron Pipe benutzen. Danach kann ich immer noch speichern gehen, ne? Ja, klar. Jetzt kommt erstmal eine kleine Sprechsequenz. Ja, die können wir noch zeigen. Abrissbirne, Jill. Ihr redet mal weiter. Die Sequenz an. Bin ich wieder da? Wir reden mal weiter. Während die Sequenz vorbei. Wir schauen uns die Sequenz des Inventars an. Kommt jetzt eine Katze? Meintest du nicht, es kommt eine Cutscene oder so? Ja, wenn er gleich durch den Kamin durchgekrabbelt ist. Ah, okay. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste Nikolai nochmal aufkreuzen. Stimmt. Andi. Aber mich wundert nichts mehr, das könnte auch sehr variabel sein. Jo, ich muss nur gerade mal kurz meine Schwester abwimmeln.
Ja, ich. Wir sind ja gleich fertig. Ja, deshalb. Ich musste nur gerade klären, dass ich den Vertrag, den sie machen wollte, gleich später noch auslege. Blabla. Beste Türsequenz ever hier. Ja, ne? Wir kriechen ein bisschen durch. Ein Dokument. Survivor's Report. Bitte Splitter. Supervisor. Ah, sorry, Supervisor. Ich lese schon total scheiße. Es geht halt eben ein bisschen um Nemesis Monster, wie gesagt, die Dokumente. Wahrscheinlich in der Beschreibung. Wahrscheinlich nicht. Fuck you. Sehr wahrscheinlich nicht. The Park Key. Yay! Ja, das stimmt. Und jetzt, wenn ich rausgehe, ist alles toll. Facts from the Headquarter. Attention, Rick. Wenn Andi jemals alle Dokumente verlinkt und übersetzt, kriegt er 5 Euro von mir. Ernsthaft? Bist du dir ganz, ganz sicher, mein Freund, dass du das machen möchtest? Jo, weil selbst das ist nicht genug Ansporn für dich, das zu machen. Okay, du weißt, wie viel Arbeit das ist. Ja. Mal schauen. So, erstmal ein paar Granaten. Ah, du kriegst da so schon Geld durch mich. Auch wenn es nur ein paar Cent sind. Ja, stimmt, ja. Du bist ja meine Schlampe. Das war's in dem Raum, ne? Ja, und wenn du jetzt rausgehst, wird eine Cutscene eingeleitet. Okay. Die kriegen wir noch rein. Ja, ich denke auch. Piep, piep. All Supervisors, Mission terminated. Return immediately. Repeat. All Supervisors, return immediately. Over. Cool Story, Bro. Da will ich mir gerade Cola eingießen und dann kommt die Cutscene. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir speichern, oder? Gut, sehe ich auch so. Ob Nikolai das auch so sieht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Nikolai ist gerade so ein bisschen angepisst. I'm quite impressed you've managed to stay alive up until now. And you seem to be doing a pretty good job of looking out for yourself. How about helping out? I have no intention of helping you. Because we're nothing but pawns in all this? In a manner of speaking, you are. Our employers wanted a detailed analysis of the zombie beings which were created through infection by the T-virus. You're saying that they deliberately sent in a military unit to be butchered by their creations? Not exactly. Although the conditions encountered on this operation were extreme, it was an unexpected outcome that the team would be wiped out. We were only required to collect live data from the subjects. Ah! Another mutant! Nikolai, you goddamn asshole. Ich kann immer weniger leiden. Naja, er kriegt noch sein Fett weg. Ja, er hat doch auch in irgendeinem anderen Spiel seinen Auftritt, ne? Meine ich. Ich fäng aber nicht mehr ein, ob es der irgendwie Teil war. Ach, du sprichst schon wieder von irgendwelchen Spin-Offs. Ja, ich meine ja, irgendein Ableger halt. So, wir speichern jetzt und wir machen das Inventarmanagement dann einfach offline nächstes Mal. Blabla. Leute, haltet die Ohren steif. Das war Resi. Wir hatten Aid dabei. Aid, gib mir die Kranke. Wunderbar. War geil, dich dabei zu haben. Machen wir gerne mal wieder. Ja, sehr gern. Sehr gut. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und beim nächsten Mal sind wir, denke ich, mal wieder alle vertreten. Können wir gerne machen, bin ich dabei. Hat ja gut geklappt heute. Sehr gut. Okay, Leute, dann haut rein, haltet die Ohren steif, bleibt fresh. Und tötet ein paar Zombies. Und schaut mal in White Day rein und dann ist Chris auch glücklich. Yeah! Ja! Okay. White Day. Okay. White Day. Danke an Aid fürs dabei sein. Danke an Chris fürs scheiße sein. Und danke an mich, weil ich einfach so kolossal faile. Bis dann, Leute. Bis dann. Ciao.